denn das war ein toller Leichtathletikabend mit einem wunderbaren Schlusspunkt und einem spannenden Wettbewerb. Und die Fehlversuche nehmen zu. Die Spanier hat sich rar gemacht zuletzt. Nicht so viele Wettkämpfe. Ja, ja. Das ist alles sehr souverän. 90, die Schwedin. Die dritte bei den Weltmeisterschaften. 0-5 im eigenen Land. Ja, aber. In diesem Winter hat sich verbessert auf den Versuch. Meter springen. Und sie schafft's. Die Fixierung der Latte, dann hier diese Position, dieses über die Latte schlängeln. Aber da ist nicht viel Platz, das muss man einfach sagen. Das ist bei Blanka. Die Martin. Emma Green, die Schwedin, hat schon mal eine WM-Medaille vor 4 Jahren in Helsinki. Da war es kalt, da war es regnerisch. Ja, man darf nicht vergessen, die ist in diesem Jahr noch nicht über 1,95. Kannst du hochspringen über diese Höhe? Nein. Es sind nur noch die Russen. Ist die zweite und die erste. Sie kann es eigentlich. Tino. Nein. Unerklärlichen oder am Menschenmöglichen. Je nachdem, wie Sie das sehen. Wettkampf. Es ist der stimmungsvolle Schlusspunkt eines außergewöhnlichen Leichtathletikabends. Niemand spricht mehr vom Debakel der deutschen Mannschaft in Peking, als sei ein Nach. Denn das war ein toller Leichtathletikabend mit einem wunderbaren Schlusspunkt und einem spannenden Wettbewerb. Und jetzt lösen sich hier alle Ventile und jetzt schreit sie hier den Druck hinaus, den sie hatte. Und am Ende ist sie Peter, ich würde sagen, die verdiente Sieger. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel